Was geht ab, Bratan? Willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dir geht es gut da draußen. Und Bratan, ja, тебе привез was richtig Geiles. Ohne Witz. Aber bevor ich dir dieses richtig geile, kostenlose 100k-Pack gebe, musst du Folgendes tun. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und einen Kommentar da lassen. Jungs, dieses 100k-Pack erschwitzt dir ungefähr in 3-4 Stunden. Aber es ist kostenlos. Ein 100k-Pack kostenlos von FIFA. Richtig, richtig, richtig nice. Und ich werde euch, meine Freunde, ich werde euch das hier zeigen, wie das funktioniert. Es ist ganz, 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 ganz einfach. Und ihr kriegt das, wie gesagt, ich blende euch ein paar Screenshots jetzt hier ein. Ich habe das zusammen mit Ronny gemacht. Ronny, Küsschen geht raus. Dankeschön, dass du mir dabei geholfen hast. Es ist möglich, in einem Spiel 40 bis 50 Tore zu machen. Also dauert das ungefähr, ja, ich sag mal so 2, 3, 4 Stunden. Kommt drauf an. Aber ihr kriegt das 125k-Pack. Was rede ich? Was meine ich? Wir gehen jetzt rein. So, meine Freunde, ihr seht das. Und zwar, wichtig ist, ihr geht hierhin unter Ziele. Ziele. Dann gehen wir hier runter, 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 runter. Ach, falsch. Da seht ihr, verkackt. Also, wir gehen auf Meilenstein. Und da Meisterung, Abschluss. 500 Tore machen. Ich habe 491 von 500. Das heißt, ich zeige euch, wie das funktioniert und wie ihr so viel Tore macht ohne Ende. Ja, es gibt so manche Spieler 30 Tore, 40, 50. 50 ist unrealistisch. Aber ich, wie gesagt, Screenshots sind hier. Da könnt ihr die gerne. Ich habe es gemacht mit Ronny, beziehungsweise hat Ronny ein bisschen noch was gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, 3 Stunden ungefähr müsst ihr mit einplanen. Also wenn ihr 40 Tore schafft oder sagen wir 35, das sind ungefähr 15 Spiele. Kommt drauf an, wie ihr durchhasselt. Ja, man kann auch in 12 Spielen passieren, kann auch in 13 passieren, ist ja auch wurscht. So, auf jeden Fall das und wir machen das wie folgt. Wir gehen zu dieser Challenge. Gehen wir spielen Squad Battles. Und zwar ist es ganz, ganz einfach. Ihr sucht euch irgendein Team aus, irgendein Bildo-Team. Wenn das System mal hier richtig geil funktionieren würde, meine Friends. So, dann geht ihr einfach auf Anfänger. Ich weiß nicht, wie viele Tore braucht man? 9, glaube ich, ne? So, das ist jetzt das Team. Müsste eigentlich soweit passen. Ja, passt soweit. Wichtig ist, macht das Team noch 85er Gesamtrating. Das ist ganz wichtig. Und dann schließt ihr noch nebenbei ein paar Challenges ab. Oder beziehungsweise man muss, glaube ich, ein 85er Team haben. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, siehst du Black. Ich bin völlig perplex. Also wir gehen nochmal kurz rein. Lostigkeit. Also ihr könnt gerne aus Hashtag Lost reinschreiben. So, Ziele. Ich bin der Meinung, man braucht 85er Gesamt. So, Meilenstein. 500 Tore. Mit 85er Gesamtmannschaft ist ganz wichtig. Seht ihr, hatte ich doch recht. 85er Gesamt. Also, es ist egal, wie euer Team aussieht, weil ihr spielt auf Anfänger Squad Battles. Ich zeige euch das. Wir brauchen noch 9 Tore, habe ich gerade noch gesehen. Und wir gehen hier rein. Anfänger. Und das ist ganz, ganz, ganz easy. Er wird das gleich zählen. Wir werden es auch gleich im Anschluss auch öffnen. Einfach weiter, weiter, weiter. Anfänger haben wir ja eingestellt. Wir werden ein paar Tore jetzt reinhasseln. Wir werden jetzt mal so 10, 11 Tore mal machen. Und ja, ihr geht, es ist ganz easy. Ihr geht einfach durch. Ihr geht einfach, einfach durch. Es ist einfach nur krank. Es ist einfach nur geil. Falls ihr das feiert, oh, diese Cam, Digga. So. Gerne ein Like da lassen und zwar passt auf. So, wir haben diese Formation, wir gehen durch. So, wer ist das? Lewandowski. Ah ja. Man kennt ihn. Lewandowski, Tor Nummer 1. Und wenn ihr natürlich richtig hasselt, auf offensiv stellt, alles komplett 4-2, weiß was ich was.
Ihr könnt auch eine Dreierkette machen, dann habt ihr den Ball, erobert ja schon ganz, ganz, ganz weit vorne. So. Wieder Lewandowski. Zack. Achtet darauf, ihr könnt noch andere Challenges abschließen, wie zum Beispiel einen Fallrückzieher mit dem Team. Dann könnt ihr noch abschließen, einmal flanken. Und guck mal, wie easy das ist. Wir haben es jetzt schon 7. Minute und da steht 3-0 für uns. Wir hasseln jetzt so schnell die Tore durch. So ist es easy peasy. Und ihr kriegt für diese Aktion, ihr könnt das zusammen auch mit einem Kumpel machen. Zack. Und das ist vielleicht dann ein bisschen lustiger. Das heißt, ihr macht praktisch zusammen in einer Party, macht ihr das im Kurb-Modus. 85er Team ist ganz wichtig und das zählt einfach für beide. Besser geht es doch eigentlich nicht. Im Kurb die Aufgaben zu erledigen, very easy, Digga. So, zack. Das heißt, schnappt ihr einen Freund, macht 350 Millionen Tore, so gefühlt, und dann könnt ihr ein bisschen schnacken. Ganz, ganz easy. So. 12. Minute 6-0. Easy peasy. Und schon wieder. Zack. Wir haben es jetzt 13. Minute 7-0. Easy peasy. Ready. So. So, 12 Tore haben wir jetzt gemacht und wir werden jetzt einfach so durchlaufen lassen. Ihr könnt jetzt, oder ich gehe jetzt mal vielleicht einen Kaffee trinken oder eine rauchen. Mal gucken, wir sind ja jetzt durch und wir brauchen ja nur noch 9. Wir haben jetzt 12 Tore gemacht und ja, wir sehen uns gleich bei der Challenge, wenn es abgeschlossen ist. So, my friends, haben wir fertig, war 12 Tore. Und natürlich Lewandowski, Bale, die haben ja Tore ohne Ende bei mir gemacht. Ja, nicht wundern, wir mussten das Video auf 8 Minuten strecken. Ich hoffe, das ist kein Problem. Also, my friend, Meilenstein haben wir jetzt erreicht. Wir gehen jetzt zum 100k-Pack. Ich wollte schon sagen 125k-Pack. Ziele. Und ihr seht das. Ihr seht das. Meisterung, Abschluss. 500 Tore. Ein Jumbo seltenes Pack. Das werden wir jetzt gemeinsam öffnen. Und ich bin gespannt, was wir da drin erleben werden. Shop. My friend. 3, 2, 1. Und lass es was Vernünftiges sein. Links ist ein Walk. Komm. Why? Warum? Wer ist das? Oh. Schreibt mal rein, was ihr in dem Pack hattet. Also. Kranke Kacke. Oh. Oh. Digga, wir haben einmal Ndidi. Pate ist okay. Matip. Wan-Bissaka. Ich weiß nicht, was der kostet. Was kostet mir Wan-Bissaka? Kann ich nicht gucken. Ach, hier Preisvergleich. Wan-Bissaka. $30k. Marcus Llorente auch um die 30. Und dann war's das. Ndidi, glaube ich, auch um die 20. Um die 30. Das heißt 30. Was kostet der? Auch um die 30. Das heißt 120k ungefähr. Was haben wir noch? Und Duplikat. So, erstmal machen wir Folgendes so.
Ich hoffe, wir können die alle verkaufen. Aber muss man sagen, relativ. Zuerst war kein Walkout, war ich ein bisschen traurig. Aber schon ein paar gute Spieler dabei, die man so theoretischerweise für einen Anfangsquad spielen kann. Okay, Medoza weg. Ja, meine Freunde, wie findet ihr das Pack? Fandet ihr das auch so gut wie ich? Also am Anfang denke ich mir, und dann... Also, muss ich sagen, war relativ stabil. Relativ stabil. Könnte ich vielleicht in meinen Main Squad verbauen, wie zum Beispiel den Wan-Bissaka. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Didi könnte man auch mit Vardy kombinieren oder ähnliches. Okay, ich rede wieder zu viel. Das war's mit dem Video. Falls euch das gefallen hat, gerne liken, abonnieren, nicht vergessen, Glocke auf alle Benachrichtigungen stellen und teilt das Video mit euren Freunden. Ganz wichtig, damit jeder das rauskriegt, dass ihr das machen könnt. Und das war's von mir. Macht's gut und ach so, wir streamen heute auf Twitch. Kommt vorbei. Ciao.